Dieses Video besitzt keine bezahlten Inhalte wie etwa Werbung oder eine Promotion. Sämtliches gezeigtes, nicht selbst erstelltes Bild, Video sowie Audiomaterial ist entweder nicht kopiergeschützt oder gehört rechtlich Riot Games. Dieses Video ist nicht der direkte Zusammenarbeit mit Riot Games entstanden und Riot Games hat an dem Schaffungsprozess dieses Videos in keinerlei Weise mitgewirkt. Dieses Video entspricht den Duldungsbedingungen und Richtlinien von Riot Games, welche unter Legal Jibber Jabber auffindbar und nachlesbar sind. Diese Seite ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Patch Notes Video zu League of Legends von meiner kleinen Wenigkeit. Um genau zu sein, Patch 10.8 ist gestern gedroppt und ich versuche mal unter 10 Minuten zu kommen. Also, first and foremost haben wir das ADC-Duo Aphelios und Ashe. Beide bekommen Stat- und Werteveränderungen, wo Aphelios Passive statt Rüstungsdurchdringung jetzt nun Lethality gibt und seine Q nun von Level 1 bis Level 13 skaliert, statt von Level 1 bis Level 9. Die Endwerte bleiben allerdings dieselben, das heißt dahinsichtlich keine Veränderungen und Ashes Q bekommt mehr zusätzliches Angriffstempo. Evelyns Hateful Spike, also Q-Grundschaden, geht hoch, aber Kalista hat etwas weniger Glück mit einem Minus in Rüstung und E-Verlangsamung. Soll den ohnehin schon mobilen Champion nicht noch krasser als Chaser machen, also dass sie einem hinterherkommt. Master Yi's Ulti verliert an zusätzlichem Angriffstempo, wohingegen Orianna sich auf mehr Lauftempo auf der W und einer höheren Schildskalierung der E freuen kann. Auch Ryze wird gebufft mit besseren Grundwerten und mehr zusätzlichem Lauftempo via Q Runenverbrauch. Sennas Passive steckt aber leider einen Hit in Erscheinungschance bei Nebelgeistern ein. Die liegt jetzt nur noch bei 22 und nicht mehr bei 25%. Set ist zu stark. Gut, kann Ryze sehen. Ein Nerf zur W-Grundschadensausteilung soll das fixen und Soraka ist offensichtlich am ganz anderen Ende der Waage etwas zu schwach geraten und da wird dann mit mehr Mana und weniger Mana-Kosten für Q ausgeholfen. Tristanas E-Explosionsschaden skaliert nun auch besser und Urgot bekommt nach seinem Star Guardian Skin seine Kabel etwas neu sortiert. Mit anderen Worten, Fehlerbehebungen und bessere Cooldowns auf seiner Ultimate. Last but not least haben wir nochmal ein ADC-Duo, erstaunlich. Varus Ult bekommt eine Cooldown-Strafe. Ja, mehr Cooldown für Varus Ult. Und Xayas E-Schaden wird weniger reduziert. Das war's mit Champions. Weder Runen noch Items werden diesmal geändert, also ein relativ kleiner Patch. Allerdings werden Komfortverbesserungen zum Interface bezüglich Timern bestimmter Champions gemacht. Und die Goldgewinnungsreduktion für Jungler wird auch angepasst. Außerdem unterzieht sich der Tod an sich, wie auch die Erfahrungsgewinnung bei Kills und Assists innerhalb der ersten 8 Spielminuten diverser Änderungen, wie man hier gut sehen kann. Die Dschungelerfahrung steigt ab Stufe 9 und die Jungle-Items heilen einen bei niedrigem Leben nun mehr. One for All bekommt ebenfalls kleine Verbesserungen und neben ein paar Neuerungen im Übungsmodus wurde die Clash-Benutzer-Openbar-Fläche ebenfalls aktualisiert. Was Skins angeht, setzt Riot diesmal mehr auf Quality als Quantity mit Erweiterungen zur Coven-Skinline. Neu dazu kommen Coven Morgana, Coven LeBlanc und Coven Zyra, wobei Zyra diesmal den Prestige-Skin bekommt, da war ja letztes Patch kein Prestige-Skin dabei. Und die anderen beiden Champion, LeBlanc und Morgana, bekommen Chromas. Mehr Infos zu den Skins könnt ihr euch gerne unter den offiziellen YouTube-Kanälen von League of Legends und Skin Spotlight insbesondere holen. Und ja, dann haben wir hier noch kurze Patch-Notes, beziehungsweise Bugfixes, so wie immer, einmal kurz am Ende. Und ich hoffe, das war's. Dieses etwas kurze Format. Oh Gott, wir sind jetzt bei 5 Minuten. Ja, ich versuche das Ganze etwas kürzer zu halten, aus
diversen Gründen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, haut rein. Ihr seid die Besten und hört auf, in meinen Games zu feeden.